Hallo Freunde, alle Fans der Bausanierung und Renovierung und Altbaubestände. Wir möchten euch heute in diesem Video ein wunderschönes Thema präsentieren, und zwar Parkett Landhausdielen Verklebung auf USB-Platten. Wenn ihr das Video schon gefolgt habt davor, dann haben wir diesen Raum schon vorbereitet. Wir haben den Boden ausgeglichen, wir haben hier die Wände und die Decke vorbereitet, gemalert, und jetzt möchten wir Parkett hier auch verkleben. Schaut euch das Video an, wir geben Ratschläge, Tipps und Tricks, worauf ihr zu achten habt. Auch hier eine kleine Stufe im Altbau. Das ist ja auch manchmal so, dass man Unebenheiten überwinden muss. Auch das haben wir aus einem Winkel fertig gemacht, aus dem vorhandenen Parkett. Und das werden wir auch anbauen oder dran bringen. Folgt uns und schaut euch das an. Vor der Verlegung sollten Sie sich für ein Verlegemuster entscheiden. In diesem Fall haben wir uns für den englischen Verband, auch Halbversatz genannt, entschieden. Dabei verlegt man die Dielen der zweiten Reihe um die Hälfte versetzt zur ersten. Diese Diele schneiden wir uns erstmal zu. Bei der ersten Reihe wird die Feder abgeschnitten, um den Randabstand von 10 mm einzuhalten. Grundsätzlich vor der Verlegung muss der Untergrund geprüft werden auf Ebenheit oder Unebenheit. Grundsätzlich auch hier bei 1 Meter Breite keine größeren Wellen wie 3 mm. Alles andere muss ausgeglichen werden. Bei der zweiten Reihe die Diele einlegen und vorsichtig herunterwippen. Wir haben bei diesem Parkett eine Drop-Down-Verbindung in der Stirnseite. Die wird einfach runtergedrückt und ein Stift verriegelt die Verbindung mit der nächsten Diele. Wir schneiden die Fußleisten hier auf Gehrung. Zu diesen Leisten gibt es natürlich auch bei uns im Shop alle Arten von Abdeckkappen, Endkappen und das, was noch notwendig ist. Ja, das könnt ihr jetzt im Ergebnis sehen, was man mit so einem Raum machen kann, wenn man hier Parkett verarbeitet. Der Raum ist so warm angenehm geworden. Die Lärche hier, Einstabdiele, gebürstete von der Oberfläche, geölt. Wunderbar. Man fühlt es auch richtig mit der Barfuß, also auch die Riefelung. Ich kann es nur herzlichst empfehlen, wirklich auch Bodenbelege im Parkettbereich zu überdenken, es einzusetzen. Und wenn ihr da eine Auswahl braucht, Mensch, dann guckt euch doch bei uns im Shop bei Planeo um. Lasst euch Muster besorgen. Und sucht was Schönes aus. Und dann könnt ihr das auch so wie hier, so ein ganz tolles Zimmer für euch errichten. Wir sehen uns noch. Bis dahin. Tschüss.